Herzlich willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Dani Rohner, ich bin Pfarrer hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Visp. Danke vielmals, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Medien-Junkie. Im Gegenteil, ich probiere eigentlich in der Regel meinen Medienkonsum ein bisschen einzuschränken. Nebst meiner Zeitung und der Tagesschau bin ich eigentlich relativ zurückhaltend damit, mich ständig mit dem auseinanderzusetzen, was gerade alles berichtet wird. Aber jetzt, während dieser ganzen Corona-Krise, ist natürlich auch mein Medienkonsum sprunghaft angestiegen. Und ich habe gemerkt, dass das die Auseinandersetzung mit der Berichterstattung rund um die ganze Krise und das Virus, dass das etwas mit mir macht. Es hat ja keinen Tag gegeben, wo nicht gerade das Thema gewesen wäre. Und die ganze Krise hat mich schon auch ein bisschen kritisch gemacht, was die Berichterstattung in den Medien anbelangt. Währenddem ich zum Beispiel oft den Eindruck hatte, an den Medienkonferenzen vom Bund, dass vorne vom Rednerpult her Zuversicht und Ermutigung entweder führen wollten, dass dann anschliessend die Fragen der Journalisten oft wirklich mega kritisch konnotiert waren. Nichts gegen kritische Fragen, das gehört zu gutem Journalismus, aber bei mir ist manchmal doch stark der Eindruck zurückgeblieben, dass es weniger darum geht, sachlich kritisch Bericht zu erstatten, als vielmehr darum, einfach möglichst reisserisch und negativ etwas vom Zaun zu reissen. Denn je grösser negativ Schlagzeilen ist, desto grösser ist auch die Leserschaft. Ich will jetzt nicht gerade von bewusster Panikmache reden, aber dann und wann hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, es geht fast ein bisschen in die Richtung. Die Schreckensmeldungen und Horrorszenarien, die fast kein Ende wollten nehmen. Und kaum, dass es ein bisschen besser geworden ist und Corona-News langsam abgeflacht haben, da sind auf dem Online-Portal Berichte aufgepoppt wie «Nach der Corona-Krise werden die Scheidungen zunehmen» oder «Uns steht ein mega Wespensommer bevor» und so weiter. Und ich dachte, wenn es denn nach der Krise so ist, dann haben wir doch immer noch genug Zeit, uns mit all dem auseinanderzusetzen. Warum jetzt? Warum so negativ? Und zu dem, was man in den Mainstream-Medien an Negativem entgegenkommen ist, sind dann noch all die anderen Meldungen dazugekommen, die auf den verschiedensten Kanälen reingekommen sind. Obskure Verschwörungstheorien auf WhatsApp, wo 5G die Schuld soll sein für Corona oder wo das Virus eben gezielt von Regierungen soll verbreitet worden sein. Regierungskritische Zornausbrüche von irgendwelchen selbsternannten Corona-Spezialisten auf YouTube und Mails, wo christliche Wächter apokalyptische Endzeit-Szenarien ausgerufen haben und gesagt haben, Corona, das ist jetzt gerade irgendein Gericht aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Schau, wer sich ständig mit Negativem beschäftigt, der wird früher oder später negativ werden. Oder wie ich es immer sage, wer lang genug den Kopf schüttelt, muss sich nicht wundern, wenn er plötzlich überall ein Haar in der Suppe findet. Womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Und Corona hat mich ganz neu gelehrt, dass es wichtig ist, mit wem ich mich beschäftige. Nochmal, nichts gegen kritischen Journalismus. Aber hoffentlich bleiben wir auch selber kritisch und glauben nicht einfach alles, weil es uns medial oft so vor den Latz geknallt wird. Mir gefällt, was der Paulus der Thessalonicher im zweiten Brief schreibt, in Kapitel 2. Und auch wenn der Hintergrund vielleicht ein bisschen anderer ist, passen die Verse doch erstaunlich gut in unsere Zeit hinein. Der Paulus sagt nämlich, lasst euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern. Lasst euch auch nicht erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns. Im Zusammenhang geht es darum, dass Christen damals tief verunsichert waren durch Menschen in ihrem Umfeld, die endzeitliche Weltuntergangsszenarien verbreitet haben. Negativschlagzeilen, pur. Und der Paulus sagt, passet auf, wenn wir euch ein Gehör schenken. Seid vorsichtig und bleibt kritisch. Angstmacherei hilft niemandem. Und Angst ist auch selten ein guter Ratgeber. Corona hat mich ganz neu gelehrt, dass ich mich entscheide, wem ich mein Gehör schenke und auf wann ich mich ausrichte. Ich habe vor 2 Tagen darüber geredet, wie wichtig mündiger Glauben ist. Und gerade dieser Punkt gehört für mich ganz fest in die Kategorie.
mündigen Glauben. Der Paulus nimmt die apokalyptischen Schreckensszenarien, die hier verbreitet worden sind, in den nächsten Versen Punkt für Punkt auseinander. Und er sagt abschließend Folgendes. Er sagt, also nun, liebe Brüder und Schwestern, steht fest und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Mit anderen Worten, lasst euch nicht durcheinander bringen durch Fake News, die morgen schon wieder überholt sind. Haltet euch stattdessen an die Good News, an das Evangelium, denn da wird die Ewigkeit Bestand haben. Die Good News, die sehen so aus. Er selbst, unser Herr, Jesus Christus und Gott, unser Vater, er hat uns geliebt und in seiner Gnade ewigen Trost und Hoffnung gegeben. Gott hat mich gern. Gott begegnet mir mit Gnade und lässt mich die Hoffnung behalten. An dem ändert auch Corona nichts. Und der Paulus fügt hinzu und sagt, der Gott, der soll eure Herzen trösten und sie in jedem guten Werk und Wort stärken. Negative Schlagzeilen bringen selten Gutes hervor. Im Gegenteil. Sie führen dazu, dass Menschen wie aufgescheuchte Hühner WC-Papier kaufen, sich nur noch egoistisch auf sich selber besinnen und plötzlich jeder sich selber der Nächste ist. Und wer zu lang ständig negativ Schlagzeilen liest, der wird merken, dass sich die viel Druckerschwärze zwangsläufig irgendwann auch immer mehr in seinem eigenen Denken, seinem eigenen Herz und in seiner Seele ausbreitet. Good News hingegen, das ewige Evangelium von Gottes Liebe und Gnade, die führen dazu, dass wir Kraft haben, Gutes zu tun und Gutes zu reden, trotz Krise und trotz Schwierigkeiten. Lasst uns das aus dieser ganzen Corona-Zeit für Zeiten noch lernen. Nicht, dass wir die Augen vor den schlechten Nachrichten verschliessen, aber dass wir nicht Bad News zur Grundlage und zum Ratgeber von unserem Handeln machen. Lasst uns stattdessen auf Good News, auf das Evangelium ausgerichtet leben. Das ist erstens viel gesünder und zweitens, und das ist viel wichtiger, auch weitaus zielführender, im wahrsten Sinn vom Wort übrigens. Morgen geht es an dieser Stelle weiter mit einer neuen Serie, wo wir bewusst Menschen aus dem Oberwallis porträtieren wollen. Menschen, die trotz Krise dranbleiben sind, Verantwortung übernommen und Hoffnung verbreitet haben. Und gerade weil viele von ihnen in den Mainstream-Medien selten vorkommen, gerade darum, wenn wir ihnen hier eine Plattform geben, weil wir überzeugt sind, sie haben es verdient. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin, hab Sorge, bleib gesund.